Am 19. August haben wir Vollmond. Vollmond im Zeichen Wassermann wird exakt sein um 20.26 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und dieser Vollmond, der hat es wirklich in sich. Der hat ganz besondere Energien enthalten. Und deswegen werde ich neben dem regulären Vollmondvideo, das ich immer veröffentliche, jetzt auch noch mal vertiefter auf die Aspekte eingehen, die in diesem Vollmondhoroskop erkennbar sind. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annette. Ich bin spirituelle Lehrerin und Astrologin und in dem Rahmen berate und begleite ich Menschen rund um Life and Business. Ja, dieser Vollmond hat es wirklich in sich. Wir haben in diesem Vollmondhoroskop zwei rote Dreiecke. Wir sprechen da in der Fachsprache auch von Leistungsdreiecken bzw. von T-Kreuzen. Und diese Dreiecke haben also immer zwei Planeten gegenüber und treffen sich dann sozusagen bei dem dritten Planeten an der Spitze. Die Energie, die hier enthalten ist, baut ganz viel Dynamik, ganz viel Spannung, ganz viel impulsive Energie auf. Und an dem Kraftpunkt, an der Spitze des Dreiecks, da entlädt sich sozusagen diese Energie. Und das Besondere ist, dass bei diesem Vollmondhoroskop jetzt die Achse von Sonne und Mond, also die Vollmondachse, sozusagen jetzt so ein rotes Dreieck sprannt zusammen mit Uranus. Das heißt, am Planet Uranus, an dieser Energie, in dem Platz, in dem Uranus sich gerade befindet, entlädt sich diese Spannung. Uranus an sich trägt schon sehr viel Spannung und sehr viel schnelle, flirrende Energie in sich. Hier potenziert sich also das Thema der Entladung und der Spannung, die sich aufbaut. Uranus ist auf 27 Grad Stier momentan unterwegs. Das heißt, auf 27 Grad Stier, dort wo du 27 Grad Stier in deinem Horoskop hast, wird sich diese Energie, dieses Prinzip der Entladung am meisten entfalten. Uranus, kannst du dir vorstellen, wie wenn du ein Fenster aufmachst und es kommt ein starker Wind rein und alles, was du so auf deinen Schreibtisch gestellt hast, was du so gelegt hast, an Zetteln abgelegt hast, wird einfach mal lockerflockig durcheinander gewirbelt. Also Uranus hat das Prinzip des Durcheinanderwirbelns, des Aufwühlens, der Neuerung letztendlich in sich und immer die Energie des Plötzlichen, des Unerwarteten, dass wirklich von einer Minute zur nächsten Dinge nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Ist wichtig zu wissen, dass hier etwas aufgewirbelt wird, dass hier die Energie der Veränderung im Vollmondhoroskop enthalten ist, um, und darum geht es immer bei Uranus, veraltete Strukturen zu verlassen. Und es ist natürlich auch immer an uns, wie bewusst wir unser Leben leben. Wenn du gut mit dir unterwegs bist, gut bei dir bist, wirklich aus dem Herzen heraus Entscheidungen triffst, sozusagen auf deiner Spur im Leben gut unterwegs bist, dann wird es wahrscheinlich diese radikalen Umwälzungen gar nicht geben, weil du ja schon auf deinem Weg bist. Wenn wir aber bestimmte Dinge bisher noch nicht wahrhaben wollten oder vielleicht aus Angst heraus uns das eine oder andere bisher einfach noch nicht getraut haben, obwohl wir tief in uns spüren, dass es dahin geht, dann können jetzt solche Momente wie dieser Vollmond letztendlich pushen, jetzt wirklich in die eigene Kraft zu kommen, jetzt wirklich das noch mehr zu leben, was dich ausmacht, wo du auch spürst, dass es für dich lang geht. Dieser Moment, es kann sich von einer Minute auf die nächste vieles ändern. Das haben wir natürlich immer in allen Schattierungen. Es kann sich auf der Weltenbühne zeigen. Es könnte also sein, dass es vermehrt auch wieder um Thema Umwelt und Natur geht, dass Mutter Erde sich vielleicht in irgendeiner Form besonders zeigt, eruptiv auch zeigen kann. Könnte auch das Finanzwesen anbelangen, denn wir haben das Ganze ja in der Stierenergie. Gleichzeitig findet diese Energie natürlich auch immer in unserem eigenen Leben, in unserem persönlichen Leben Platz. Und je nachdem, wo du 27 Grad Stier hast, wo du diesen laufenden Uranus gerade bei dir in deinem Horoskop hast, könnte dieser Switch, könnte diese plötzliche Veränderung stattfinden.
Also sei dir gewahr, dass es jetzt einfach um sehr viel Schnelligkeit geht, auch um Plötzliches geht. Aber es geht bei Uranus immer um eine Energie der Befreiung, des Freiwerdens von alten Strukturen, dass Krusten aufgebrochen werden, damit das, was eigentlich gelebt werden möchte und was eigentlich zu deiner Seelensignatur passt, ganz anders fließen kann. Und Uranus hat natürlich auch immer mit dem Prinzip des Miteinanders, mit dem Vernetzen zu tun. Und solltest du vielleicht eher noch so ein Lonely Wolf sein und immer das Gefühl haben, du musst die Dinge alleine machen, nutz auch diese Energie jetzt. Dafür ist wirklich Rückenwind da. Es geht jetzt um das Miteinander. Wenn du merkst, du kommst an deine persönliche Grenze, wenn du merkst, es ist hier gerade schwierig, dass du dich mitteilst, dass du dich Menschen mitteilst, denen du dich in irgendeiner Form öffnen kannst. Und schau mal, was passiert. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel den Fall, dass mir ein LKW in mein parkendes Auto reingefahren ist und ich komme zurück zu meinem Auto und dann kam der LKW-Fahrer auf mich zu und hat von der ganzen Sache erzählt, hat auch schon die Polizei gerufen und der springende Punkt war, dass Passanten gegenüber im Café das mitbekommen haben und haben den LKW-Fahrer angesprochen, weil der hat es gar nicht mitbekommen, dass der mein Auto touchiert hat. Und das ist auch die Energie, die wir gerade im Feld haben, das Miteinander. Du bist nicht alleine. Such dir Menschen, die dich da unterstützen, wenn du gerade ein bisschen Hilfe brauchst. Das ist keine Form von Schwäche, sondern das ist eine Form von Stärke für meine Begriffe, wenn man einfach auch Unterstützung sucht. Ja, das war das eine T-Kreuz. Das andere, das wir noch im Vollmondhoroskop haben, wird gebildet von der Spannung der Opposition von Venus und Saturn. Und die Spitze dieses Leistungsdreiecks haben wir dann bei Planet Jupiter. Jupiter hat mit dem Prinzip der Wahrheit, auch mit der Gerechtigkeit, mit der eigenen Meinung zu tun. Hier geht es also darum, dass unfassbar viel Wahrheit einströmen möchte. Auch wieder kollektiv betrachtet. Hast du vielleicht mitbekommen, dass viele Dinge Stück für Stück jetzt an die Oberfläche kommen. Aber natürlich auch immer in unserem eigenen Leben, dass wie blinde Flecken sozusagen gehoben werden und du Dinge jetzt besser erkennen, in der Tiefe die Zusammenhänge wahrnehmen kannst. Auch das kann ein plötzliches Momentum in sich tragen. Und auch das kann erstmal vielleicht ein bisschen wie irritieren, weil man es vorher einfach nicht gesehen hat. Mars ist derjenige, der Jupiter schon aktiviert hat. Mars-Jupiter-Konjunktion hatten wir ja gerade genau am 14. August. Mars aktiviert aber nicht nur Jupiter, das Prinzip der Wahrheit. Mars aktiviert auch Saturn und Saturn ist immer auch so ein bisschen die Prüfenergie. Saturn wandert schon eine ganze Weile jetzt im Zeichen Fische. Fische ist das Prinzip der absoluten höchsten Wahrheit. Also hier ist gerade so viel Wahrheit im Feld. Das Prinzip, das wirklich, das wie Schuppen von den Augen abfallen und Dinge einfach klarer sind, dass man die nicht mehr wegwischen kann. Ich bin zum Beispiel auch auf ein Muster aufmerksam gemacht worden in meinem Leben und hatte neulich eine Situation, wo ich zum allerersten Mal hautnah spüren konnte, wie dieses Muster offensichtlich mein Leben lang immer wieder stattgefunden hat. Und jetzt ist es mir bewusst, jetzt ist es mir klar, jetzt kann ich es wahrnehmen und kann sagen, nee, das ist alt, so möchte ich das nicht mehr. Was vielleicht nicht immer leicht ist, vielleicht nicht immer angenehm ist, vielleicht ist es auch eine Einladung, dass du nicht mehr so angepasst bist, dass du vielleicht mal hier und da Stopp sagst, dass du hier und da Grenzen aufzeigst und es gefällt vielleicht dann auch nicht mehr den Menschen, die in deinem Umfeld sind, so wie sie es vorher von dir gewohnt waren. Aber es geht ja darum, dass du immer mehr dich lebst und auch Konturen aufbaust, dass andere wahrnehmen können, wer du bist und was bei dir geht und was eben absolut nicht geht. Und ja, es kann schon sein, dass auf den Ebenen der Beziehungen und Partnerschaften und allgemeiner Kontakte hier jetzt auch dann als logische Konsequenz Änderungen folgen, denn wir haben die Spannung von Venus und Saturn. Venus, das Prinzip der Partnerschaften, Saturn, die Prüfenergie. Und da geht es schon auch darum zu gucken, wenn du sozusagen in dein neues Ich Stück für Stück
dich hineinentwickelst, wer in deinem Umfeld unterstützt das und ist da und feiert dich dafür? Und wer war vielleicht bisher in deinem Leben, weil es zu deinen alten Mustern gepasst hat? Also es ist echt ganz viel Power in dieser Vollmondkonstellation enthalten. Und ja, es kann sehr plötzlich eruptiv sein, sehr unerwartet sein. Wichtig ist, denke ich, darum zu wissen und diese Energien bewusst zu führen und dir auch immer wieder vor Augen zu halten, dass es darum geht, dass du sozusagen dich in deiner Schwingung anhebst und immer mehr das Leben lebst, was wirklich zu dir gehört und dass alles andere manchmal vielleicht auch ein bisschen das Leben an dir rüttelt, dass du es wirklich verabschiedest und dein wahrer Kern mehr durchkommt und deine Leuchtkraft damit gestärkt wird. Wir haben ja auch noch die Sonne im Zeichen Löwen, wo es ja genau um dieses Prinzip geht. Und mit dieser Wassermann-Energie und dieser Uranus-Energie geht es gleichzeitig auch um die Energie des Vernetzens, die Energie des Miteinanders, dass wir gemeinsam durch diese Zeit gehen. Und wenn dir mein Blick auf Astrologie gefällt und du das auch willst, du das auch lesen möchtest und einfach diese Symbolsprache für dich selbst deuten möchtest, dann lade ich dich ein, in meine Kompassakademie zu kommen. Dort unterrichte ich die Astrologie online. Ja, so viel für heute. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Likes, über Teilen und neue Abos. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.